Willkommen zum Teil Fusion 360 von Autodesk. Und wir sind im Bereich der Fallstudie wiederum. Und wir wollen die Fallstudie erweitern um die Erstellung eines Rades für unser späteres Modell. Und im Rahmen dieses Rades lernen wir wiederum einiges kennen von Fusion und wie man Fusion hier sehr sinnvoll anwenden kann. Wir wollen damit beginnen, dass wir erst einmal unser Projekt anlegen. Wie Sie ja schon wissen, wir machen ein neues Projekt, klicken hier mal drauf und sagen, wir erstellen eine Zeichnung. Wir geben der einen Namen, den geben Sie über die Tastatur ein. Wir nennen das mal, ja, nennen wir es doch Fusion 360. Und dann Bindestrich Lego und das nennen wir Rad. Wir erstellen also ein Rad. Autorad, wie man sich das vorstellen kann. Wir wollen später mal was Mobiles, einen mobilen Racer in Lego erstellen. Und dazu überlegen wir uns, wir erstellen dazu einfach ein Rad. So, das bestätigen Sie mit Speichern und dann sehen Sie dort oben schon 360 Fusion Lego Rad. Und wie Sie ja wissen, hier brauchen wir nichts zu ändern. Wir bestätigen einfach mit OK und sind jetzt bei der Erstellung unseres Rades. Und ja, was wollen wir jetzt im Rahmen dieses Rades machen? Wir wollen uns anschauen, wie wir so einige Komponenten kennenlernen können. Und für uns ist erst einmal wichtig, wir haben hier oben unser Objekt Fusion 360 Lego Rad und wir klappen mal aus die Ursprungsdateien, damit wir nachher gleich dort agieren können. Und als erstes, wie Sie es bisher auch schon kennengelernt haben, erstellen wir mal eine Skizze. Wenn wir uns das anschauen, dann sagen wir, ja, was bietet sich wohl an für uns als Skizze? Und wir nehmen mal eine XY-Skizze, weil wir ja auf einer flachen Ebene uns hier bewegen wollen. Wir wollen erstmal das Rad so ein Teil davon gestalten. Also, Sie hätten aber auch andere Ebenen wählen können. Das müssen Sie nur nachher bei der Radgestaltung dann berücksichtigen. So, jetzt geht es erstmal darum, dass wir mal ein paar Dimensionen festlegen für unser Rad, was wir denn haben wollen. Wie Sie ja schon wissen, wir wollen, Räder sind rund, na klar, aber wir wollen für unser Rad so mal eine Dicke und eine Breite, sprich und eine Höhe festlegen. Und das kann man auch mit einem Quadrat ganz gut tun. Das tun wir mal. Wir legen jetzt also mal ein Quadrat an. Und wir gehen jetzt mal hier auf die Fläche und sagen mal, wir machen 10 zu 25 die Fläche. Sie wissen ja, wir machen also 25 Millimeter mal in der Länge. Ich habe hier so 30 Grad, ich gehe mal runter, so auf 25, 24, 25 habe ich jetzt und 10 Millimeter in der Dicke. Wir geben hier mal die 10 mm an, dann bestätigen Sie mit der Return-Taste. Dann wissen Sie, jetzt ist das noch nicht ganz perfekt. Wir müssen noch mal ran an die Dicke haben wir jetzt, aber die Höhe haben wir noch nicht. Da gehen wir noch mal ran, gehen wir mal auf Skizze oder wir gehen gleich auf Skizzenbemaßung und dann legen wir hier mal eine Bemaßung fest. Die ziehen wir jetzt hier raus und legen sie bei, was hatten wir gesagt, 25. Ja, das ist auch eine gute Größe, 25. So, und dann haben wir jetzt also ein Rechteck gebildet, 10 mal 25 mm. Und daraus wollen wir ja irgendwann irgendwie so ein Rad konstruieren. Wie das jetzt funktioniert, zeige ich Ihnen im nächsten Schritt. Wir müssen jetzt mal einen Schritt weitergehen. Und zwar wollen wir jetzt uns überlegen, wie kann man daraus aus diesem einfachen Rechteck ein Rad generieren. Dazu gehen wir mal auf Erstellen. Und da gehen wir mal und gucken uns an, was wir da alles an Möglichkeiten haben. Und
Da wir ja einen Volumenkörper machen wollen, werden wir jetzt bei Erstellen hier, wenn wir auf dieser zweidimensionalen Ebene bleiben, nicht erfolgreich sein, sondern wir klicken mal hier wieder raus, klicken auf Volumenkörper und klicken hier nochmal auf Erstellen. Und jetzt sind wir ja in der Option dreidimensional und da haben wir eine Option, die heißt Drehen. Und da sehen Sie schon, was wir vorhaben. Das hatte ich auch mal in dem Eingangsvideo kurz dargestellt. Wir hatten die Extrusion schon gemacht und jetzt machen wir das Drehen. Das heißt, wir wollen aus einem zweidimensionalen Objekt ein rundes dreidimensionales Objekt machen. Und das sehen wir hier. Sie gehen also jetzt auf Drehen, klicken da mal drauf. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, ein bisschen dort zu spielen. Das wollen wir jetzt gemeinsam auch machen. Wir sehen jetzt hier die Möglichkeiten der Gestaltung. Und wenn Sie jetzt dieses Objekt gestalten wollen, dann müssen wir natürlich jetzt hier erst einmal draufklicken auf unser Objekt. Und da sehen Sie, da haben wir jetzt also verschiedene Möglichkeiten. Und was wir jetzt machen wollen, wir wollen ja also so einen Winkel, eine Seite haben wir, einen neuen Körper gestalten. Und noch sind wir nicht dabei, dass wir sagen können, das ist das, was wir haben wollen. Aber jetzt sehen wir, wenn Sie jetzt hier draufklicken, dann haben Sie zum ersten Mal so eine Vision, wie das aussehen könnte. Und wir wollen aber natürlich nicht hier die Basis, wir wollen 360 Grad behalten, klar. Also da sind wir uns einig, das können wir so abhaken, check, das ist okay. Brauchen wir also nicht weiter betrachten, sondern wir wollen gucken, wir bestätigen das mal mit okay. Und jetzt haben Sie schon mal hier einen Körper mit 360 Grad. Das wäre schon mal eine Option. Und aber wir sind da noch nicht mit zufrieden. Wir haben irgendwie zwar jetzt eine Fläche mit einem Radius von 10 mm drin, aber so richtig klar geworden ist das vielleicht Ihnen noch nicht. Deswegen spielen wir das einfach noch mal durch. Und wie macht man das? Wir gehen hier noch mal zurück, klicken auf Löschen, weil wir wollten das jetzt noch nicht so. Und dann sehen Sie gleich auch mal die Löschfunktion. Und dann sind wir wieder auf unserer Skizze und wir rufen wieder unsere Skizze auf. Da ist sie. Wir vergrößern die wieder. Wir gucken uns nochmal unsere Skizze an. Die kennen Sie ja. Da ist sie ja, unsere Skizze. Und wir gucken uns nochmal die Eigenschaften dieser Skizze. Wir müssen sie natürlich öffentlich machen. Wir müssen sie jetzt anklicken, damit wir sie auch sehen können. Jetzt sehen wir sie wieder. Wir gucken uns nochmal die Skizze an, was wir da alles so hatten. Und wir wissen, das waren 10 zu 25. Und im ersten Schritt, bevor wir also jetzt loslegen, haben wir uns erstmal entschieden. Sie konnten sich erinnern vielleicht, ach ja, der hat mal gesagt, da müssen wir das irgendwie erstmal vielleicht beschreiben. Wir geben dem Ding erstmal einen Namen. Wir nennen das Grundfläche. So, jetzt haben wir dem einen Namen gegeben. Und jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir da nicht weiterkommen. Wir machen mal Skizze fertigstellen. Die gefällt uns jetzt. Wir haben diese Skizze jetzt Grundfläche genannt. Jetzt gehen wir nochmal dahin und sagen, wir wollen nochmal erstellen. Wir wollen nochmal dieses Drehen machen. Und da gehen wir nochmal rein. So, da sind wir nochmal. Da waren wir vorhin auch. Und jetzt wollen wir nochmal gucken, was macht man jetzt, um das zu gestalten. Und wir wollen uns jetzt angucken, wie können wir dieses Objekt ja, in diesen Sicht, ja, in diesen ja, Drehaspekt verwandeln. Und dazu müssen wir jetzt mal gucken. Und Sie sehen, da sehen wir jetzt schon den Körper. Wenn wir da mal auf diese Linie draufklicken, dann sehen wir, so könnte der Körper aussehen, wenn wir ihn gestalten wollen. Wir haben hier die 360 Grad. Ich mache jetzt mal 0 Grad. Und hier 360, dann sehen Sie das. Da können Sie das also einstellen. Und wir haben ja jetzt eine Achse ausgewählt.
Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen mehr spielen können. Und dann sehen wir, wenn wir auf die andere Seite klicken, dann sehen wir auch die 360-Grad-Perspektive, aber eben von der anderen Seite gedreht. Aber das will ich jetzt auch nicht. Also nein, mag ich nicht, will ich nicht. Wir gehen wieder zurück und sagen, boah, okay, jetzt brechen wir einfach ab. Wir gehen wieder auf unseren Körper zurück und überlegen uns nochmal, da muss doch noch mehr gehen. Jetzt gucken wir uns an, diese Achse mal. Und dann sehen Sie, jetzt haben wir ihn andersrum gedreht. Jetzt haben wir ihn praktisch gedreht 360 Grad, aber eben gespiegelt an unserer X-Achse. Wenn das die X-Achse ist und das ist die Y-Achse, dann haben Sie jetzt an der X-Achse gedreht. Ne? Also das geht auch, dass man das auch mal sieht. Und das könnten wir auf der Gegenseite jetzt auch machen, wenn wir wieder hier Abbrechen machen. Und uns das hier anschauen und dann auch wieder drehen. Das machen wir auch mal. Und jetzt hier drehen, könnten wir auch hier das gleiche Ergebnis erreichen. Jetzt spielen wir mal an dieser Achse rum oder an dieser Achse. Und auch da könnten wir Ergebnisse erreichen. Aber das wollen wir gar nicht weiter betreiben. Sondern wir wollen uns ja jetzt eigentlich überlegen, wir waren ja in der... Und da gehen wir jetzt mal hier wieder auf die... XY-Ebene zurück, weil Z-Ebene wollen wir nicht, wir wollen XY-Ebene. Und wir müssen ja jetzt irgendwann mal unseren Körper dahin kriegen, wo wir ihn hinhaben wollen. Die Frage ist, wir wählen mal ab jetzt alle Objekte und überlegen uns nochmal, wo wir ihn hinhaben wollen. Wir haben ja hier die verschiedenen Ebenen nochmal, Sie sehen es hier. Und wenn wir jetzt mal hier auf die Z-Ebene klicken, dann haben wir auch noch nicht das Ergebnis, was wir haben wollen. Hier übrigens sieht man auch mal die Winkel, die Seiten. Die Frage ist, wir wollen natürlich eine einseitige Betrachtung, dabei belassen wir es. Und wir sagen, wir lassen einen neuen Körper entstehen. So, jetzt haben wir erstmal alles gemacht. Wir wollen aber jetzt eigentlich, und Sie sehen, ich könnte übrigens das auch ausschalten, aber das lassen wir mal. Wir wollen jetzt nochmal gucken, dass wir jetzt diesen Körper erstellen. Und dazu brechen wir das nochmal ab und gucken uns jetzt exakt an, was wir jetzt tun müssen. Wir drehen also. Und machen mal jetzt ein Rechtsklick auf den Körper und gucken uns nochmal an, welche Optionen wir auch hier gehabt hätten. Wir hätten hier nochmal den Mittelpunkt, Durchmesser, Rechteck, Anpassungslinie projizieren, Versatz und Linien ändern können, aber das wollten wir gar nicht. Wir löschen das mal und sagen abbrechen und sagen so, jetzt haben wir alles mal gesehen, was wir tun können. Jetzt müssen wir uns auch entscheiden, was wir wirklich tun. So, jetzt müssen wir also mal konkret werden. Also jetzt haben wir ein bisschen gespielt und jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. So, jetzt entscheiden wir mal was für uns. Wir öffnen wieder und sagen, ich nehme den hier. Also ich finde, der gefällt mir super. Ich klicke dir diese Linie an. Und sage, das ist jetzt mein Objekt. So soll es aussehen. Sieht auch so ein bisschen wie so ein Rad, finde ich jetzt schon aus. Sie haben das also für sich entschieden und Sie sagen, okay. Und damit haben Sie, voilà, Ihr erstes Rad erstellt. So, jetzt ist natürlich ganz schön. Wir haben ein Rad, toll. Aber irgendwie ein Rad heißt doch irgendwie auch, dass ich da noch ein bisschen mehr machen muss. Ich drehe mal meinen Körper so ein bisschen. Sie sehen, wir haben jetzt hier unsere Fläche hier drin. Da sehen Sie sie noch, ne? Und das ist das Rad, was sich jetzt da drum gebildet hat. Und ich schiebe ihn mal ein bisschen wieder rüber. Ich möchte jetzt noch was Zusätzliches machen.
Ich möchte da natürlich eine Bohrung reinbauen. Und das muss sein, weil ein Rad muss ja irgendwie sich um eine Achse drehen. Also irgendwann muss ich da ja vielleicht mal eine Achse einbauen. Also da muss jetzt eine Bohrung rein. Ja, und das wollen wir dann auch tun. Und zwar gehen wir wieder auf Erstellen und dann haben wir, voilà, Bohrungen. Da klicken wir drauf. Übrigens, bevor Sie sich wundern, hier oben hätte ich natürlich auch auf Bohrung klicken können, aber ich wollte jetzt mal das Menü nutzen, damit Sie sich mit dem Menü mal vertraut machen. Bohrung. Jetzt habe ich natürlich eine Bohrung. Jetzt kann ich mir so ein bisschen was überlegen. Ich gucke mal an, erst einmal die Fläche. Ich zeige mal ihm an durch Anklicken, dass ich also in die Fläche hier in die Frontfläche die Bohrung haben möchte. Und jetzt muss ich mir auch überlegen, wie tief die Bohrung ist und wo sie sitzen soll. Wir entscheiden uns mal dafür, dass die Bohrung im Ursprung also sitzen sollen, also mittendrin. Deswegen klickt man dann hier auf Ursprung und dann wird sie direkt hineingeschoben. Und Sie sehen, dass Sie hier noch die Möglichkeit haben, die Tiefe der Bohrung festzusetzen. Es macht natürlich Sinn, dass die Bohrung durch das gesamte Objekt durchgeht. Also Autodesk bietet Ihnen schon die 20 mm an. Sie können die natürlich modifizieren, aber warum sollten wir das tun? Autodesk ist schlau. Autodesk hat es uns schon angegeben. Wir bestätigen und siehe da, die Bohrung ist drin. Wir haben jetzt also durch unsere Scheibe direkt durchgebohrt und haben 20 mm Bohrung eingefügt. Also das ist ja schon mal sehr schön. So, was wollen wir denn jetzt als nächstes tun? Wir sehen die Bohrung, wir haben da so einen Eindruck von der Bohrung. Ja, müssen wir noch irgendwas tun? Sollen wir noch irgendwas tun? Vielleicht gucken wir uns mal an, ein bisschen was zu der Bohrung. Sie hat einen Radius von 5 mm. Wir haben also den Vorschlag, den uns das Programm gemacht hat, auch akzeptiert. Wenn Sie da draufklicken, dann sehen Sie hier unten ist angegeben 5 mm. Das ist der Radius der Bohrung genommen. Und wir haben ja 20 mm in der Tiefe und einen Radius von 5 mm. Wir hätten beides noch modifizieren können. Wir hätten den Vorschlägen auch nicht folgen müssen. Wir sind den einfach mal gefolgt. Wie gesagt, Sie können da immer wieder ändern. Wenn wir jetzt hier mal dranklicken, Skizze, dann könnten wir ja auch jetzt sagen, mal, okay, ich kann hier noch was tun, Skizze bearbeiten, wenn ich will. Aber immer Rechtsklick, Sie klicken einfach das Objekt an, Rechtsklick und dann könnten Sie noch bearbeiten, wenn Sie wollen. Aber ich denke mal, unsere Bohrung ist in Ordnung, wir haben alles richtig gemacht, da habe ich im Moment noch keinen Bedarf, was zu ändern. Aber wenn Sie ändern wollten, dann jetzt in diesem Bereich. So, also auch sehr unkritisch. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt absolvieren und wir haben so das Gefühl, naja, so ganz toll ist unser Objekt noch nicht. Das ist ein ganz schön schweres Rad, was wir da konstruiert haben. Das erinnert so ein bisschen an alte Filme, wo so die Bauern mit so schweren Holzrädern fahren und dabei ist das gar nicht notwendig, so ein Vollrad, wie das hier dargestellt ist. Ja, da fehlt jetzt noch so ein dicker Holzflock drin und dann, dass es als Achse dient und dann wäre das unser erstes Rad. Aber wir sind ja schon aus dieser Vorzeit heraus, sondern wir wissen, wir könnten das Objekt auch ein bisschen aushöhlen und das wollen wir tun. Indem wir mal uns überlegen, dass wir unser Objekt jetzt ändern. Und zwar, wir gehen mal auf Ändern, den Begriff Schale, und da kennen Sie schon, da hatte ich schon mal drüber gesprochen. Wir klicken mal Schale an und jetzt überlegen wir uns, dass wir es ein bisschen ausschälen, das Objekt. Dazu klicken wir die Oberfläche an, die wir ausschälen wollen. Und ich sag mal
3 mm, da sehen Sie auch, die Millimetervorgabe ist schon gemacht. Also jetzt müssen wir so eine Zahl eingeben, 3 mm wäre schön. Da kriegen Sie schon eine Vorschau, so könnte das aussehen. Wir haben das jetzt ausgehöhlt, das heißt, wir haben 3 mm im Innendurchmesser um das Loch herum in der Mitte von unserem Objekt und 3 mm im Außendurchmesser. Damit haben wir schon ein schönes Beispiel. Und wenn wir jetzt wollten, dann könnten wir mit dem Pfeil ziehen und das erhöhen. Aber irgendwie will ich nicht. Und 0 ist auch keine gute Option. Ich sag mal, ich bleibe bei meinen 3 mm und da will ich es auch mit belassen. Und das bestätigen wir jetzt einfach und sagen, toll, die 3 mm gefallen uns. Das lassen wir mal so und siehe da, wir haben unser Objekt erzeugt. Jetzt spielen wir damit mal ein bisschen rum. Jetzt gucken wir mal, was wir da haben. Wir haben schon mal eine Vorderseite und wir haben eine Rückseite. So sieht unser Objekt aus. Jetzt stört vielleicht den einen oder anderen diese Grundfläche, die da immer noch abgebildet ist. Oh, diese war vielleicht nervig. Ah ja, dann machen Sie sie einfach weg. So. Klicken Sie einfach Grundfläche wegklicken, dann ist sie verschwunden. Wenn Sie sagen, nee, ich brauche die, dann lassen Sie sie doch drin. Also, so, jetzt haben wir das auch geregelt. Also, da ist unser wertvolles Rad. So, ist schon ein bisschen ausgehöhlt, sieht schon ein bisschen besser aus, macht auch schon mehr Sinn. Jetzt wollen wir im nächsten Schritt mal uns überlegen, was könnten wir noch mit diesem tollen Rad machen. Was hat es denn noch, was es vielleicht was es noch haben sollte, was es aber noch nicht perfekt hat. Was wäre noch denkbar? Ja, und da fällt uns vielleicht dazu ein, dass es immer noch ein bisschen schwer ist. Und vielleicht optisch auch nicht so schön ist. Wir drehen es mal nochmal und ich will es mal einmal rumdrehen und Sie sehen, wenn wir es von vorne uns anschauen, dann könnte man auch sagen, ach Mensch, da muss doch noch was passieren. Da wollen wir noch ein paar Bohrungen reinhauen, damit das noch gewichtsreduzierter wird. Und Sie wissen ja, aus technischer Sicht, statischer Sicht, ist es gar nicht so schlecht, wenn man da noch Bohrungen reinbaut. Das macht es nicht deutlich instabiler. Also, von daher ist es für die Stabilität sogar vielleicht vorteilhaft, wenn wir da eine Bohrung noch drin haben. Das tun wir jetzt mal. Wobei wir uns jetzt nicht über diese Themen im Detail unterhalten wollen, was sinnvoll ist oder nicht aus technischer Sicht, sondern sagen wir mal aus ästhetischer Sicht will ich da jetzt unbedingt noch eine Bohrung auf der Oberfläche haben und nicht nur eine vielleicht, sondern zwei oder drei. Also erstellen wir doch nochmal eine Bohrung, weil ich Bohrung so schön finde. Also, wir machen da noch eine Bohrung rein. Sie sehen, ich habe da jetzt mal was reingemacht. Und jetzt haben Sie hier noch die Auswahl an einem Punkt oder auf Skizze. Wir machen an einem Punkt. Und dann klicken wir mal und dann sehen Sie, haben Sie jetzt eine Option. Dann können Sie Ihre Bohrung ziehen, wo Sie sie denn hinhaben wollen. Also ich fände es ganz schön, wenn wir so eine Bohrung hier oben noch hätten. Und die soll 20 mm durchgehen. Und jetzt sage ich aber, ein Radius von 10 mm ist mir ein bisschen viel. Ich mache mal 5 mm, dann habe ich einen Radius von 2,5 und einen Durchmesser von 5 mm. Das ist jetzt ein kleines, hübsches Bohrloch. Und natürlich muss es weiterhin 20 mm haben, oder es soll aus meiner Sicht 20 mm haben. Es soll direkt durchgehen. Ja, und schön, da habe ich jetzt meins. Das kann ich jetzt bestätigen. Ich könnte natürlich auch noch auf die Idee kommen, ganz viele Löcher zu machen. Da haben Sie die Option, dass Sie anordnen machen können und dann können Sie eine runde Anordnung machen. Dann können Sie mehrere Objekte rundherum da drapieren, aber das muss jetzt nicht sein. Ich sag mal, ich bin mit meinem ein Loch zufrieden, bestätige mal mit OK. Und dann ist da jetzt ein Loch drin und siehe da, da ist eins drin. Jetzt sage ich mir, ach, das ist aber so schön, ich mache doch noch eins. Also, dann mache ich hier halt noch ein Bohrloch rein, wenn es denn sein muss. Und ich mache wieder ein einzelnes und ich gehe auf die Oberfläche und dann ziehe ich mir das wieder hier hin. Und das ziehe ich mir mal dorthin.
Natürlich ist das jetzt aus pragmatischer Sicht nicht ganz ideal. Ich wäre besser, ich würde die ganz genau anordnen, aber da es ja nur Show-Effekte sein sollen, ist vielleicht die genaue Abmessung der Ort jetzt nicht ganz so wichtig. Und jetzt habe ich das zweite Bohrloch drin. Na, das sieht doch schön aus. So, und das ist auch schon eine tolle Bohrung. Und ja, vielleicht kommen Sie ja auf die Idee. Jetzt brauche ich aber noch eine, aber ich will da jetzt noch eine besondere reinhauen. Also, dann überlegen wir uns, machen wir noch eine Bohrung rein und sagen uns vielleicht, jetzt machen wir doch noch mal eine, wieder eine einzelne Bohrung und ich möchte hier eine haben, aber die will ich jetzt größer haben. Ne? Ich will eine haben mit, ja, machen wir mal 8. So. Und die schiebe ich mir mal hin. Die soll jetzt hier sein, weil es optisch eben auch schön ist. So, also, das sieht doch nach was aus. Und die will ich jetzt auch nicht ganz durchhaben. Die soll jetzt nur eine Verschönerung sein. Also 10. Das machen wir mal okay und jetzt gucken wir mal, was passiert. Und siehe da, die ist auch durch. Woran liegt das? Naja, klar. Wir haben ja hinten ausgehöhlt und demzufolge konnte das gar nicht anders sein. Jetzt sage ich aber, nee, so wollte ich das nicht haben. Ich wollte da kein Loch. Also ein Loch ist doof. So, jetzt gehen Sie hier unten hin und sagen, nee, weg damit. Und ist mein Loch wieder weg. Und jetzt mache ich das, was ich eigentlich wollte. Ich mache da nochmal eine Bohrung rein. Und mach das nochmal so, wie ich es haben wollte. Natürlich eine Einzelbohrung. Hau mir da nochmal da so mein Bohrloch rein. Aber diesmal mache ich es schlauer. Ich weiß ja, was ich will. Wir haben 10 mm in der Tiefe. Und das will ich nicht. Ich will jetzt nur noch 2 mm in der Tiefe haben. Und ja. Und wir machen hier auch wieder 8. So, und jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Und jetzt sehen Sie, sieht das schon ein bisschen anders aus. Wir sind aber immer noch durchgestoßen. Also es gefällt mir immer noch nicht. Also ich mach's nochmal weg. Und Sie sagen sich, also nee, 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 so sollte es nicht sein. Und wir gehen nochmal rein, machen nochmal eine Bohrung. Und legen hier nochmal eins rein. So. Jetzt haben wir hier die 2 mm. Und wir versuchen es mal jetzt doch nochmal mit 1 mm. So. Und jetzt, jetzt machen wir mal okay. Und Sie sehen, ich bin gerade soeben durchgekommen. Der Bohrkopf ist jetzt hier abgebildet. Er ist gerade durchgekommen. Der Bohrkopf also in seiner Tiefe. Wie geht es jetzt weiter? Wir wollen jetzt im nächsten Schritt mal gucken, was wir noch machen können und wollen. Wir haben ja unser Objekt gekennzeichnet. Wir gehen jetzt noch mal auf die Rückseite von unserem Objekt. Gehen wir einmal rundherum und dann sehen Sie, so richtig formschön sieht das hier auch noch nicht aus. Also da würde man sich eigentlich wünschen, dass man so eine Phase da einbaut. Und das kann man machen, indem wir auf Ändern klicken, Phase klicken und sagen, ja, wir wollen da mal so eine reinbauen. Das gehen wir mal hin und her. Aber das können wir so lassen. Aber wir könnten jetzt hier am besten in dem Millimeterbereich agieren und machen mal, sagen wir mal 0,5 Millimeter. Wir wollen das mal nicht zu doll machen. Oder sagen wir 0,75. So, und dann sehen Sie, was passiert. Eine Phase bildet sich hier also ringsrum. Und wenn wir das mit OK bestätigen, dann sehen Sie, haben wir schon wieder was erreicht. Ich gehe mal dichter ran. Und Sie sehen Sie, wir haben hier praktisch das etwas abgerundet. So, das haben wir also auch hingekriegt. Wunderbar. Und jetzt gehen wir mal dahingehend und sagen, unser Werkstoff, vielleicht wollen wir uns ja auch mal unseren Werkstoff angucken.
Und da muss man aufpassen. Da wollen wir natürlich jetzt sehen, wir müssen hier den Körper dann anklicken. So, dazu müssen wir dem Körper erstmal einen Namen geben. Und wir nennen diesen Körper natürlich, welche Überraschung, Rad. Also, das ist unser Rad. Der ist jetzt, wenn wir ihn anklicken, auch blau gekennzeichnet. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier das Material zu definieren. Wie machen wir das? Wir haben verschiedene Optionen. Wir könnten hier zum Beispiel jetzt draufklicken. Und dann könnten wir Material auswählen. Das machen wir jetzt mal. Und dann kriegen Sie Materialvorschläge. Wir sind uns einig, naja, unser Lego Racer wird wahrscheinlich ein Kunststoffrad sein. Also nehmen wir mal Kunststoff. Da war das schon. Keramik wollen wir nicht. Da ist der Kunststoff. So, und da sehen wir jetzt, kriegen wir verschiedene Vorschläge. Ein Racer muss immer irgendwie schön sein. Dann machen wir mal ein schönes Rot. Und das zieht man hier dann rüber. Und siehe da, dann ist der Körper rot. Wir haben also ein rotes Material. Und jetzt können wir uns noch überlegen, wollen wir vielleicht noch was ändern an diesem Material? Naja, wir haben im Grunde das Material definiert. Das passt schon. Material ist schön, schließen wir. Material ist also definiert. Und wir könnten jetzt noch ein bisschen von der Optik her agieren. Und wir gehen nochmal drauf, auf Rad. Dann haben wir die Möglichkeit Darstellung, farbliche Darstellung. Und da könnten wir sagen, ah, wir wollen unser Rad noch einer besonderen Eigenschaft. Es soll glänzend sein. Also machen wir es glänzend. Das ziehen wir drauf wieder. Und dann ist unser Rad nicht nur rot, sondern auch rot glänzend. Wunderbar. Unser Rad ist jetzt rot und glänzend. Und damit haben wir mal den ersten Schritt vollzogen. Und wir drehen jetzt mal unser Rad. Und wir haben ein schönes Rad erstellt mit... Ich nehme mal jetzt diese Grundfläche weg, weil die stört mich gerade. Da sehen Sie das. So, die ist jetzt weg. Jetzt sehen wir unser schönes Rad. So sieht es aus. Und wir haben ihm noch eine Bohrung verpasst zur Zierde. Naja, jeder Maschinenbauer wird jetzt sagen, um Gottes Willen, was macht der denn da? Das ist ja unsymmetrisch. Natürlich ist das unsymmetrisch. War ja auch nur einfach mal zu Demonstrationszwecken. Und soll einfach nur zeigen, dass der Bohrer natürlich auch eine bestimmte Eigenschaft hat und dass Sie bei den Größenangaben aufpassen müssen, wie tief Sie in das Material durchbohren. Und wenn Sie nicht die richtige Tiefe wählen, dass der Bohrer dann ihn quasi in Ihr Rad ein Muster rein fabriziert. Und das sieht man jetzt hier sehr schön dargestellt. Ja, meine Damen und Herren, damit haben wir mal uns so das Thema angeschaut. Wir haben mal so ein Rad entwickelt und wir haben so einen ersten Eindruck gewonnen, was man alles wiederum mit Fusion machen kann. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen und für unser Racer, unseren Lego Racer, die nächsten Bauteile generieren, die wir dann natürlich in Perfektion generieren. Dann müssen die ganzen Bauteile aufeinander abgestimmt werden, von den Bemaßungen, von den Größen, den Dimensionen, dass es natürlich dann auch zusammenpasst. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir mal ein bisschen daran gespielt haben. Also in dem Sinne viel Erfolg noch.